Heute klären wir mal eine ganz wichtige Frage, und zwar: Lohnt sich das OTS 20? Und was ich damit meine ist, das Set selber ist an sich ziemlich cool. Wir sprechen gleich mal ganz drüber, was genau drin ist. Aber lohnt sich das, wenn ihr das nicht auf Locals bekommt? Denn ich habe mir heute mal den Spaß gemacht. Ich habe mir 12 Packs davon gekauft. Und ich habe so ein Video schon mal gemacht, wo ich die Vermutung aufgestellt habe, dass ich in losen OTS-Packs keine Ulti ziehen kann. Und das werden wir heute wieder unter Beweis stellen. Und dann stellen wir wieder die Frage: Lohnt sich das Set? Pro Booster habe ich, ich glaube, 3,50 Euro bezahlt. Das ist also schweineviel Geld. Dann würde ich sagen, wir gucken zuerst einmal, was genau drin ist in dem Set. Also wir haben drei Ultis: Ghost Reaper, Ray und Aluba. Diese drei Karten werden wir heute nicht sehen. Es würde mich arg wundern, wenn ich irgendeine Ulti da drin habe. Was aber sein kann, also was natürlich sein kann, ist, dass wir extrem viele von den Super Rares ziehen, die so ein bisschen was gehen. Problem ist nur, in diesem Set, wenn wir uns das angucken, gibt es nicht so viele Ultis, gibt es nicht so viele Super Rares, die ein bisschen was gehen. Wir haben den Herald und wir haben die Katze. That's it. Der Rest geht halt nichts. Vielleicht ein Euro oder so. Aber das heißt, jedes Mal, wenn ich eine von diesen Karten ziehe, gehe ich halt potenziell minus. Also ich müsste von 12 Packs auf jeden Fall eine Ulti ziehen, um nicht minus zu gehen. Wenn ich sie mir halt wirklich kaufen sollte. Und die ganzen Commons sind ganz spannend. Ja, aber die sind halt nichts wert. Springen wir einmal ins Opening rein. So, es sind wie gesagt 12 Packs, die ich für euch heute habe, die wir einmal aufmachen können. Für alle, die es nicht wissen, OTS-Packs kriegt ihr normalerweise, wenn ihr auf eure Locals geht, kriegt ihr als Entry-Pack oder halt als Sieger-Pack, je nachdem, wie die Locals das machen. Die werden vom Konami ausgeben. Die können Local Source eigentlich nur verkaufen, wenn die halt nicht mehr aktuell sind. Und manchmal ist es so, dass halt Judges auch die als Preispacks bekommen, als Kompensation für den Job, den die gemacht haben. Deshalb kann man die manchmal auch früher bekommen. Wie ihr seht, die sind ganz schön abgeranzt. Ich hoffe wirklich, dass hier keine Ulti drin ist, weil wenn ja, wäre die extrem abgefuckt. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf und gucken mal, ob wir irgendwas ziehen können. Wie gesagt, es sind immer drei Karten drin. Und innerhalb dieser drei Karten sollte im besten Fall irgendwas Cooles drin sein. Das heißt, dann schauen wir doch mal. Wir haben einmal, und die Band spielt einfach weiter. Zombiestein, eine coole Karte auf jeden Fall. Und einmal Apparatespieler, ist eine sehr, sehr coole Karte. Ist halt nur leider nicht valuable. Dann geht's weiter mit dem nächsten Päckchen. Der Schwarzflügel-Waffenmeister. Der König des Sumpfes, eine sehr coole Karte, auch in vielen Decks spielbar. In Tier-Elements halt. Und dann haben wir noch einmal den Herold des orangenen Lichts als Super Rare. Eine sehr, sehr schöne Karte, wenn ihr mich fragt. Die geht ein bisschen was. Also ein bisschen halt, ne? Immer noch weniger als ein Pack. Dann haben wir das verborgene Dorf der Ninjutsu-Kunst. Dann Ninjutsu-Kunst der Verdopplung, also Ninja-Pack. Und einmal Morphtronisches Orphon. Die Karte geht halt legit 2 Cent, glaube ich. Dann haben wir einmal Naturia Marone, Ninja Großmeister Hanzo und Ninja Großmeister Saizo. Wir haben also auf jeden Fall die Ninjas am Start. Die sind nur leider nichts wert. Das heißt, wir ziehen nicht mal die soliden Super Rares, was halt sehr schade ist. Dann haben wir einmal den Abyss Dweller als Common. Eine sehr gute Karte, leider nichts wert, aber gute Karte. Haben wir einmal Schwarzflügel Tornado, die Umkehrwinde, und einmal Herold des orangenen Lichts. Wie ihr seht, die Packs sind sehr klein, es gibt nicht viel Inhalt, das heißt, wir werden auch gleich ein paar Doppelungen haben, ganz viele sogar. Die erste hier. Schwarzflügel Waffenmeister, Mimese Elefant und einmal Möglichkeitsspielmarke. Die habe ich gar nicht erwähnt gehabt. Das ist halt eins dieser Token, was man halt ziehen kann. Haben wir, und die Band spielt einfach weiter.
Verborgenes Dorf der Nienjutsu-Kunst und einmal Morphtronisches Orphon. Das ist exakt das gleiche Pack, was wir gerade schon mal hatten. Auch sehr interessant, Konami, dass wir einfach dieselben Packs bekommen. Mach diesen Random Faktor so ein bisschen weg. Und die Band einfach weiter. Zombiestein. Und Grab des superantiken Organismus. Das war mal eine Karte, die Fafa gespielt hat als Tech-Karte gegen Ishizu. Vielleicht ist sie ja spielbar. Ja, nicht. So, dann haben wir einmal Naturias Heiliger Baum. Das ist die Karte, die Naturia auf jeden Fall spielen muss, damit das Deck funktioniert in den neuen Support. Dann einmal der Mimese Elefant und einmal der Möglichkeitsspielmarke. Der Möglichkeitsspielmarke. Habt ihr mir zum ersten Mal gehört. Das ist Grammatik, das muss so sein. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Dann haben wir einmal die Elefantenstatue des Unglücks. Dann nochmal ein Mimese-Elefant. Und einmal Grab des superantiken Organismus. Und noch einmal haben wir jetzt schon zwei davon. Können wir das Playset voll machen? Jetzt geht's wichtig. Und einmal König des Sumpfes. Naturias Heiliger Baum. Und Flinker Biber in Super Rare. Sehr, sehr schöne Karte. Ich mag die Karte sehr gerne. Und das letzte Pack wird in Ulti drin sein. Als ob. Dann Mimese Elefant. Statue des Unglücks. Und Ninja Großmeister Saizo. Und wer hätte mal gerechnet, wir haben aus 12 Packs keine Ulti gezogen. Das meine ich halt mit den Sachen, wenn ihr die online so lose kauft, ihr werdet dann eine Ulti drin ziehen. Und das war jetzt natürlich für heute nicht schlimm, weil ich wusste das ja. Die Highlights sind halt der Biber, tatsächlich die Fallenkarten und natürlich der Herold, die beiden Herolds, die wir jetzt hier haben. Weil die halt so ein bisschen was gehen, bei den Commons ist auch ein bisschen Kram dabei, der so ein bisschen was wertvoller sein kann oder sein wird in Zukunft. Ist aber logischerweise halt nicht das, was halt bezahlt wurde für jetzt diese Packs selber. Als die Einzelkarten zu kaufen, macht auf jeden Fall mehr Sinn, als sich die Packs zu kaufen. Denn das ist halt deutlich weniger Investment. Und ich habe keine Katze gezogen. Ich hätte gerne eine Katze gesehen. Das ist schade. Was sagt ihr dazu, dass man, wenn man lose OTS-Packs kauft, dass man nie eine Ulti bekommt? Findet ihr das gut? Wisst ihr da Bescheid? Wenn ihr jetzt nicht Bescheid wisst, wisst ihr hoffentlich jetzt Bescheid. Und holt euch nie wieder lose OTS-Packs. Da wird ja niemand Ultis drin lassen. Es sei denn, ihr kriegt eine Sealbox mit 100 OTS-Packs. Da sind in der Regel Ultis drin, weil die halt geschlossen ist. Ja, dann war's für heute. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.